Wenn Sie Ihr neues Smartphone das allererste Mal einschalten, müssen Sie einige Einstellungen vornehmen und in diesem Kapitel machen wir das gemeinsam. Mein Modell einfach jetzt mal einschalten, dafür drücke ich die Power-Taste an der Seite etwas länger, bis das Display anfängt zu leuchten. So, wunderbar, dann warten wir noch kurz auf die Begrüßung. Schon mal ein toller Sound und eine tolle Grafik. Bei den Einstellungen, die wir gleich machen, geht es um die Sprache, die Internetverbindung und natürlich auch um das Telefon selbst. Und wichtig dabei ist natürlich, wir haben gerade die beiden SIM-Karten eingelegt. Und man sieht jetzt hier gerade den Sperrbildschirm. Da kann ich jetzt einfach entsperren, aber bei den SIM-Karten ist ganz wichtig, da brauche ich auch immer die passende PIN-Nummer dazu. Das kennen Sie noch von Ihrem Handy, vierstellig, damit nur Sie die Karte aktivieren können. Da ich ja zwei Karten hinten eingesetzt habe, muss ich jetzt zwei PIN-Nummern eingeben. Für die erste einmal die 4031. Okay. Wunderbar erkannt. Und für die zweite war es die 0735. Okay. Die beiden Karten buchen sich jetzt im Mobilfunknetz ein. Und wenn Ihnen das zu lästig ist, zwei PIN-Nummern jeweils einzugeben, dann kann man das dann später auch deaktivieren, dass die Karten sich dann automatisch einbuchen. Und jetzt möchte das Telefon natürlich direkt mit den Einstellungen anfangen und die gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Als allererstes geht es um die Bediensprache. Ich habe jetzt hier Englisch voreingestellt, deswegen drücke ich jetzt hier oben auf den Kasten. Da komme ich nämlich in ein Menü hinein und kann jetzt im Menü auswählen, in welcher Sprache ich das Smartphone nutzen möchte. Das wäre jetzt für mich in Deutsch. Ah, wunderbar, schon umgestellt. Dann gehen wir jetzt auf Weiter zum nächsten Schritt. Da werde ich jetzt gebeten, kurz die Lizenz anzunehmen. Das ist ganz klar, das ist bei meinem Notebook genau das Gleiche. Einmal auf Annehmen. Im nächsten Schritt geht es um die Tastatureingabesprache. Die steht jetzt hier auf Englisch. Ich gucke mal unter Ändern, was ich noch auswählen kann und siehe da, da gibt es eine Automatik. Das Handy bekommt also mit, wo es ist und passt halt dementsprechend die Sprache an. Da ich jetzt bei mir hier in Deutschland nutze, lasse ich das einfach so. Wunderbar. Kurz zurück mit der Taste hier unten und weiter zum nächsten Schritt. Datum und Uhrzeit. Ah, wunderbar. Dann müssen wir gleich mal gemeinsam kontrollieren. Da sehe ich jetzt, es gibt eine automatische Uhrzeit. Das passt schon mal ganz gut und auch eine automatische Zeitzone. Deswegen lassen wir die Einstellung jetzt. Denn wenn das Handy gleich das erste Mal eine Internetverbindung hat oder auch mit dem Mobilfunknetz, wird es sich das Datum und die Uhrzeit automatisch herunterladen und sich immer richtig einstellen. Also direkt weiter zum nächsten Schritt. Die Wi-Fi-Verbindung bei einem Smartphone. Natürlich, die Prestigio-Smartphones unterstützen WLAN, das kabellose Internet. Und da kann ich mich jetzt zum Beispiel mit meinem WLAN-Router zu Hause verbinden. Der steht in irgendeinem Zimmer, genauso wie ich mit dem Notebook kabellos surfen kann zu Hause, mache ich das auch mit meinem Smartphone. Deswegen gucken wir jetzt mal nach den verfügbaren WLAN-Netzwerken. Und siehe da, hier sind jetzt zwei verfügbar. Es werden alle WLAN-Netzwerke in Ihrer Umgebung aufgelistet. Also wenn Sie in einem großen Haus wohnen mit vielen Nachbarn, dann kann die Liste auch umso länger sein. Deswegen schauen Sie bitte auf Ihrem Router, ob da ein Name steht oder auch in Ihr Notebook, welchen Namen Sie für Ihr WLAN-Netz vergeben haben. Wenn ich das dann auswähle, werde ich aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Und auch da haben Sie entweder ein persönliches Passwort in Ihren Router eingestellt oder aber Sie nutzen das, was ab Werk mit dabei ist. Und da finden Sie auf der Rückseite oder Unterseite Ihres Routers einen Aufkleber oder meistens eine PIN-Nummer oder halt dieses Passwort auch draufsteht. Ich kenne mein Passwort und das Tolle ist, man sieht es jetzt hier schon direkt, ich muss jetzt eine Eingabe machen und sofort wird mir im unteren Bereich eine komplette Tastatur eingeblendet. Und die nutze ich jetzt auch. Mein Passwort heißt nämlich Alex2012. Deswegen da einmal kurz eingeben. Alex. Dann hier unten auf die Zahlen wechseln. 2012. Wunderbar. Einmal auf Verbinden klicken. Und ja, das war's schon. Verbunden. Diese Passworteingabe machen Sie nur ein einziges Mal. Das Smartphone merkt sich das, der Router sagt, es ist auch in Ordnung. Und wenn ich das Telefon das nächste Mal einschalte oder nach Hause komme, wird es sich automatisch mit dem WLAN-Netz verbinden. Also hier unten rechts wieder auf Zurück und weiter zum nächsten Schritt. Da geht es jetzt um Anwendungen von Dritten. Das heißt, Prestigio bietet Ihnen die Möglichkeiten an, schon mal einige Apps vorzuinstallieren. Das sind sehr beliebte Sachen mit dabei. Hier haben wir Solitär zum Beispiel, der Adobe Flash Player ist da auch schon mit drin. Gefolgt von Angry Birds, Facebook, Twitter, das ist alles schon dabei. Ich gehe mal ganz runter in die Liste und siehe da,
Je nachdem, in welchem Land ich das Smartphone benutze, gibt es vielleicht noch ein paar zusätzliche Apps. Deswegen prüfe ich jetzt mal online, ob es da noch neuere Sachen oder weitere Sachen gibt. Ja, da sehe ich das. Go Enterprise ist hier noch mit dabei. Ich würde Ihnen empfehlen, diese zusätzlichen Apps schon mal zu installieren, denn dann haben Sie die, die sind dabei. Wir haben Angry Birds, wir haben Spiele, wir haben das Office-Paket natürlich auch. Und was ganz wichtig ist, natürlich der Flash Player. Deswegen kurz hier draufklicken, herunterladen und installieren. Okay. Das Ganze kann jetzt ein paar Minuten dauern und dann machen wir weiter mit dem nächsten Schritt. Die Apps wurden jetzt ruckzuck installiert. Ich bestätige das Ganze kurz noch mit OK. Und ja, das war's. Die erste Einrichtung, die einmalige Einstellung ist schon erledigt. Mein Telefon ist startbereit, es ist im Internet. Ich habe die SIM-Karten aktiviert, ich bin erreichbar telefonisch wieder. Wie man das Smartphone jetzt bedient, das zeige ich Ihnen im nächsten Kapitel.